Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge der Hunter Call of the Wild. Da sind wir wieder am Start und heute hier natürlich wieder mit der nächsten Community Challenge in die neue Woche rein. Wenn ihr auch noch einen Challenge-Vorschlag habt, dann gerne in die Kommentare damit. Denkt dann immer eine Stunde Zeit, die Challenge zu schaffen. Also irgendwas, was da machbar sein sollte. Und was diese Woche hoffentlich machbar ist, das hören wir uns an. Community Challenge mit Kanonen auf Spatzen. Manche Dinge sind einfach unnötig und unverhältnismäßig und am Ende gewinnt man gar nichts, außer Ruhm und Ehre deiner Community. Schieße mit einem Vorderlader deiner Wahl eine beliebige Wachtel, Schwarzbrust oder Virginia Wachtel, im Flug. Nach verpasster Wertungsprüfung sollte sie immer noch Silber scoren. Viel Erfolg. Tja, tatsächlich glaube ich kurz vor der Unmachbarkeit, aber eine zu treffen ist ja nicht unmöglich, also schon irgendwie possible. Allerdings werden wir, glaube ich, nicht viele Versuche bekommen, so eine Wachtel zu schießen. Ich habe aber tatsächlich beide Vorderlader eingepackt, denn das Nachladen dauert mir entschieden zu lange. Dementsprechend werde ich nach dem Schießen einfach auf den zweiten wechseln, um vielleicht sogar zwei Schüsse auf eine Wachtel zu bekommen. Dann hört es aber leider auch auf. Also, zwei Schüsse werden wir irgendwie schon auf die Kette bekommen. Deshalb würde ich sagen, starten wir jetzt einfach erstmal hier den fixen Timer. Wo habe ich ihn? Da habe ich ihn. Start. Und damit läuft dann unsere Stunde, die wir haben, um hier erstmal überhaupt eine Wachtel zu finden. Weil das wird schon mal Problem Nummer 1. Ich habe mich für Australien entschieden, weil ich glaube, dass wir hier die Wachteln ein bisschen besser sehen können. Vor allen Dingen kann ich sie auf dem Boden besser spotten. Ich muss natürlich im Flug schießen. Klar, das ist mir erstmal auch obvious. Aber das Problem ist, dass wir auch wir müssen ja schon eine Goldwachtel schießen, dass die dann Silber scored, weil Silber soll die mindestens sein. Höher geht auch nicht mit Vorderlader logischerweise. Und ich hoffe, dass wir hier dann auf dem Boden erstmal die passende Wachtel spotten können und die dann versuchen zu schießen, wenn die wegfliegt. Oder ich werde einfach random reinhalten. Vielleicht finde ich auch in einer Stunde gar keine Wachtel. Kann auch sein, wir werden es sehen. Hier vorne haben wir schon mal eine kleine Fährte. Das sieht doch sehr wachtelig aus. Eine Pferde wird mir ja schon erstmal reichen, dass wir da überhaupt erstmal auf die richtigen Weg kommen. Ja, das sieht ja nach einer Wachtel aus. Das ist schon mal gut. Also, Wachteln sind da. Aber da steht erstmal ein Loser. Der bringt mir herzlich wenig. Und Samba ist es sogar. Na gut, also, ich glaube, ich werde jetzt einfach hier dem. War das ein Wachtelruf? Oh nein, auf der Flucht schon. Aber wo? Da oben. Da! Oh, die fliegen zu mir, glaube ich. Alter, keine Chance, sie zu treffen, Alter. Ey, selbst aus der Nähe nicht. Ah, selbst aus der Nähe treffe ich die nicht. What the fuck? Das war ja die perfekte Generalübung eigentlich, aber ich würde das nachladen. Dauert jetzt auch so lange, dass wir gar keine Chance haben. Da glaube ich noch eine dazu schießen. Ich sehe die eine, warte, da noch fliegen. Also weit weg fliegt sie nicht. Aber können weibliche Wachtel eigentlich Goldscorn? Ich glaube schon, ne? Eine der wenigen Tierarten, wo das funktioniert. Ja, aber die ist ja jetzt logischerweise weg, ne? Problem ist halt, die andere Knarre, die ist auch nicht schneller mit dem Nachladen. Weil die auch von vorne geladen wird, so wie jeder Vorderlader. Aber das war schon mal die erste Chance. Aber, boah, die zu treffen, ich weiß auch nicht, wie schnell die Kugel ist. Er muss sich da vorhalten, muss sich da nicht vorhalten. Ist natürlich mit Schrot deutlich leichter, aber die Wachteln, die sind erstmal noch da. Also weg sind sie nicht. Oh, guck mal, wie lange der auch nachlädt, ne? Das ist ja wirklich Zündhütchen hinten rein, Alter. Da wirklich ein Pain. Da fliegt sie. Ja, der hat gar keine Chance bei denen. Oh, ist er einfach despawned oder was? Hey, kein Platz, ein Schimmer, wie lange man da. Wie man da vorhält und wie man die treffen soll, ganz ehrlich. Mein Plan sieht auf jeden Fall vor, dass wir hier unten auf den Wiesen bleiben. Also relativ nah an dem Flusslauf, weil wir dahinter eben hier diese offenen Gelände haben. Und ich hoffe, dass wir da dann eher eine Chance haben, als da irgendwie in den Wäldern. Wenn die da drin hocken, dann haben wir da eh wenig Chancen, die alleine im Flug schon zu sehen. Hier haben wir gerade gesehen, wenn die da offen irgendwo sind, sieht es eigentlich ganz gut aus, dass wir das zumindest in der Schussgelegenheit kriegen, denn da ist das schon mal grundsätzlich Voraussetzung Nummer 1, um erstmal so eine
Wachtel zu schießen. Also Tiere habe ich hier genug. Alter, Junge, ey. Wenn du Wachteln suchst, dann findest du alles Mögliche. Suchst andere Tiere, findest du nichts. Aber wenn die wissen genau, dass du die gar nicht schießen willst, dann denken die sich auch, yo, hier stehe ich. Alter, schon fast daran, hier die Wachteln überhaupt zu finden. Ich fiddle derzeit rum und bis auf die am Anfang haben wir nichts gesehen. Aber da vorne noch ein Schwarzbrustwachtelgebiet. Insofern, ja, richtige Zeit haben wir auch. Müsste da vielleicht noch irgendwo eine in der Nähe sein. Und wir haben eigentlich eine vergleichsweise offene Fläche hier. Nur Wachteln sehe ich da auch noch keine. Zumindest nicht von hier aus. Wenn die da in den Büschen drin hocken, dann eh schwierig. Vom Weiten sogar dann wahrscheinlich besser als vom Nahen, weil das Gras noch nicht gerendert ist. Deshalb versuche ich das hier mit dem Fergner schon aus der Distanz ein bisschen abzuspotten. Was ist das da oben? Da sitzt irgendwas. Warte mal, Hasen gibt es hier keine, oder? Nee, das müssen Wachteln sein da. Das müssen Wachteln sein. Okay. Versuchen wir uns. Ja, da sitzen sie alle. Okay. Ich hab sie gefunden. Jetzt heißt es nur, die auch zu erlegen. Und da vorhin dann irgendwie. Boah, nah ranzukommen. Ich würde es natürlich gerne spotten, aber spotten wird auch nichts, ne? Ich versuche, glaube ich, einmal zum Laufen so ein bisschen, dass wir von rechts aus dem Wind kommen. Und dann hoffentlich nah genug ran, um den Schuss zu platzieren. War natürlich geil, so wie gerade. Wenn die halt auf mich zufliegen würden, wäre halt super. Weil wenn die wegfliegen... Junge, ich dachte, die fliegt schon weg. Wenn die nämlich wegfliegen, dann sind die auch relativ schnell dahin in den Bäumen irgendwo drin, wo wir sie kaum noch sehen können. Aber da sehen wir eine... Ich weiß auch nicht, wann die Gold sind, ne, um ehrlich zu sein. 181er, 187er sind halt alles Einser wahrscheinlich, ne? Ja. Also eine männliche wäre cool, aber ich würde auch erstmal generell überhaupt eine nehmen. 190er. Okay, wir haben auf jeden Fall da schon mal mehr drin als in dem Flock, den wir da gerade hatten. Ist aber jetzt auch schon wieder wachsam geworden. Also. Weiß ich nicht, ob wir da jetzt wirklich so viel näher kommen als an die anderen. 100 Meter ist schon noch weit, ne? Das musst du halt erstmal treffen. Oh, die ist schon auf der Flucht. Oh, die fliegt in meine Richtung. Fliegt in meine Richtung, die Wachtel. Habe ich beide Waffen nachgeladen? Ja, habe ich. Junge, wie schnell sie ist, Alter. Jetzt wieder nervös, die anderen sind auch nervös. Boah, ja, ich habe ja eigentlich nur eine Chance, da einfach hinzusprinten und zu gucken, wann die fliehen, oder? Und die dann halt zu töten. So ähnlich wie Fasan-Style. Ich muss halt in die Distanz kommen, nur damit es dann auch wieder schwierig mit dem Lufterhalten. Und das werden wir brauchen. Wo ist sie denn? Hä? Die hat ja hier gesessen. Ah, da hier ist eine. Wo sind die hin? Komplett daneben gehämmert, Alter. Komplett daneben gehämmert. Alter, keine Chance. Wirklich gar keine Chance, da zu treffen. Wie soll das funktionieren? Ah, juch. Ich hab einfach die Reflexe nicht für, ey. Und ich spiel schon jeden Tag Counter-Strike, Alter. Ei. Deshalb spiel ich auch keine AWP, sag ich auch für das, ey. Die Flickshots, die passen auf jeden Fall nicht, ne? Jetzt ist erstmal eine halbe Stunde nachladen hier bei den Waffen. Und. Dann geht's weiter. Aber der Hund ist ja noch hier am Jaulen. Das heißt, er hat ja noch eine wichtige Position. Ja, die Wachteln sind auch noch da vorne. 60 bis 80 Meter, also. Gar nicht so weit weg. Wenn wir gleich nachgeladen haben, machen wir zweite Attacke. Die werden aber wahrscheinlich danach da hinten in den Wald reinfliehen. Und dann haben wir so gut wie gar keine Chance mehr. So, einmal noch jetzt Zündhütchen rein und... Okay, da sitzt eine, aber es ist eine weibliche. Geht schon wieder weg, ne? Das ist die 190er sogar. Die treffe ich auf der Entfernung niemals, ey. War abzusehen. Das war die nicht hätten.
Man weiß halt auch nicht, ne? Ist man zu weit, ist man zu nah, ist man zu weiß ich nicht. Das ist halt so schwer abzuschätzen. Du kannst halt nur beten, dass irgendeiner hittet. Also am ehesten eine Chance haben wir natürlich bei diesen Close-Shots. So wie gerade die ersten beiden Versuche, denn wenn wir jetzt da hinterhergehen, dann kommen wir gar nicht mehr in die nötige Distanz richtig rein, ne? Um da überhaupt da nochmal zuschlagen zu können. Ich weiß nicht, wohin sind, um ehrlich zu sein. Irgendwo in die Richtung ist ja auf jeden Fall die männliche geflogen, aber wo genau, da bin ich jetzt auch überfragt. Hier ist aber eine Lodge. Ich überlege, ob wir das einfach austricksen, denn die Markierung ist 220 Meter weit entfernt. Wenn ich jedes Mal die Zeit jetzt resette, hätte ich jedes Mal diese Wachtelgruppe da und könnte jedes Mal anpirschen, oder? Da stand nicht, dass das verboten ist, dass ich die Zeit resetten darf. Weil das meiste, was wir brauchen von der Zeit her, ist wirklich einfach überhaupt erstmal so eine Wachtel zu finden. Und die Gruppe, da sah eigentlich vielversprechend aus. Ich weiß halt nur nicht, ob da eine Goldwachtel drin ist. Aber bevor ich jetzt einen anderen noch suche, da brauche ich wieder 20 Minuten für. Und die sind halt hier weggeflogen. Vielleicht try ich das einmal, ob das überhaupt funktioniert. Das ey, für mich wäre schon ein Achievement, wenn wir überhaupt eine erlegen könnten mit dem Vorderlader. Das wäre schon geisteskrank. Wenn wir den überhaupt treffen würden. Ja, die sind auf jeden Fall da, okay. Also mein Plan funktioniert schon mal. Ich könnte jetzt hier die ganze Zeit die Wachteln grinden, bis wir eine treffen. Weißt du nur nicht, ob da eine Gold ist, ne? Ja, weiß ich nicht. Ah, ich habe nochmal nachgeguckt. Gold ab, was war das? 202. Das heißt, in der ganzen Gruppe da ist nicht mal eine dabei, die überhaupt Gold scoren könnte. Also alles, was ich da jetzt schießen könnte, wäre damit hinfällig. Weil wir brauchen ja die Silberwertung. Also ich werde jetzt versuchen, eine zu schießen, einfach des Schießens halber wegen und weil ich gerne eine treffen wollen würde. Aber Nutzen für die Challenge habe ich dadurch nicht und dadurch hat sich auch mein Plan hier pulverisiert, wo ich mir denke, dass ich hier einfach jede Wachtel, dass ich hier grinden kann, bis ich eine treffe. Denn das kann ich jetzt natürlich eine halbe Stunde lang machen und dann treffe ich vielleicht auch eine, aber am Ende bringt es mir dann so oder so nichts. Challenge wäre dann so oder so verloren. Also keine Option, leider. Ich dachte, ich hätte die Lücke im System gefunden. Ich brauche ein anderes Wachtelgebiet, wo wir eine gute Wachtel haben. Aber ich finde auch erstmal eine Goldwachtel. Ich sage ehrlich, das ist auch schon halt. Also erstmal eine Goldwachtel finden und die dann zu treffen mit dem Vorderlader ist eigentlich schon fast unmöglich, ne? Muss man leider fairerweise sagen. Aber ja, scheiß drauf. Wenn wir Glück haben, dann treffen wir eine. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir hier wieder in die nahe Position kommen. Und noch sind sie ja ruhig und fressen da. Also können wir uns noch weiter anpirschen. Das ist Nahkampf ohne Visier sogar besser, aber ich weiß nicht, ob wir die dann so richtig ins Visier bekommen. Aber guck mal hier vorne, hier hockt ja eine. So, jetzt müssen wir nur warten, bis die wegfliegt. Und dann muss ich die nur treffen. Also eigentlich ganz simple Fakten. Wir kommen eigentlich so gut nah ran wie an die Fasane. Das ist schon mal ganz gut. Und deshalb auch hier Australien, weil gerade jetzt hier in den Feldern in Mississippi zu machen, ist auf jeden Fall entschieden schwerer, Alter. Keine Chance, ey. Boah, selbst. Also, ich finde es ohne Visier sogar leichter, muss ich gestehen. Guck mal, wir sind sogar schneller als die im Flug, oder? Alter, ich bin schneller als die, wenn die fliegen. Das heißt, ich kann jetzt easy hinterherlaufen und versuchen, die zu schießen. Lol, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Ich bin so minimal schneller. Ja, aber Alter, nicht mal die treffe ich. Ja, das gibt's doch gar nicht. Also ich schwöre, da war ich auch da. Also solange die auf so einer offenen Wiese fliegen, haben wir da echt ganz gute Chancen ranzukommen. Wenn die halt hinter dem Wald verschwinden, dann können wir die nicht mehr so richtig verfolgen, ne? Das ist klar. Aber ich versuche lieber mit der Waffe hier, weil ich finde die ein bisschen, keine Ahnung, Visier irgendwie besser. Wir müssen ein bisschen beeilen, denn da hinten kommt dann halt wirklich so ein Waldgebiet. Und dann ist eh vorbei. Aber die landen auch nicht mehr. Solange ich hinterher fliege, landen die nicht, ne? Dann bleiben die ganze Zeit im Flug auf jeden Fall drin. Vielleicht doch nochmal mit Visier versuchen, ey. Also mit Visier eigentlich sogar fast beschissener. Vor allen Dingen halt ohne die Distanz, ohne Luft anhalten, so richtig. Boah, Junge, Alter, den habe ich aber gut gesehen, ey. Den habe ich gut gesehen. Ja.
Also, das war dann meine Option, ein paar Wachteln zu schießen, aber das Treffen, das ist das Problem. Irgendwo da vorne habe ich auch noch ein Wachtelgebiet, aber ein bisschen früher morgens checken wir das mal aus. Da gehen wir aber auch langsam die Wachtelgebiete aus, um ehrlich zu sein. Also noch hier die letzte Hoffnung, dass wir da eine Goldwachtel drin haben. Ansonsten wird das hier ein bisschen random. Aber da steht ein Känguru und keine Wachtel. Das ist natürlich auch nicht so geil. Denn die brauchen wir nicht. Und ich sehe halt auch keine, ob doch da oben ist. Ne? Da oben direkt auf der Kuppe. Aber boah, wenn das eine einzelne Wachtel ist, dann habe ich ja jetzt schon verkackt, oder? Weil könnte noch sein, dass dahinter eine steht. Da war nämlich noch so ein kleiner Dötz. Vielleicht der Kopf der Wachtel. Aber halt schwer, sich da anzupirschen jetzt. An die, weil die eben da irgendwo oben auf diesem Hügel hocken. Ich werde aber die gleiche Taktik wieder fahren. Und einfach mich versuchen anzupirschen und dann hinzusprinten und in die Nahdistanz zu kommen. Und dann versuchen, ohne Visier zu schießen. Weil ich glaube, ohne Visier treffen wir die eher als mit Visier. Ich habe alle Waffen auf minimale Nulldistanz gestellt. Die Position kann aber vom Känguru sein. Ja, ich versuche zu closen. Känguru schildert mich noch da und warnt mich auch. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die Wachteln hier finden können. Die hier irgendwo gehockt haben, ne? Aber hier im Schatten. Oh, hier, ja, ja, ja. Na gut, die ist ein bisschen klein. Also nicht. Ne, da sind noch welche. Oh, ne, 220er. Alter, die ist gut. Gutes Potential, dass die Gold hat. Das kann nicht sein. Ja, ich hab's! Ich hab's! Ich hab's geschossen mit dem Vorderlader! Ich hab's geschossen! Die muss ja dann Silber scoren, oder? Bitte score Silber! Ja! Silber-Schwarzbrustwachtel mit dem Vorderlader! 202er Wertung. Oh, Alter, die ist. Alter, 0,05 Punkte über Gold, Alter. 0,05 Punkte. Und wir haben sie geschossen mit dem Vorderlader 26 Meter in den Fuß. Wir haben es geschafft, Alter. Schwarzbrustwachtel mit dem Vorderlader. Challenge accepted. Challenge done. Besser wird's nicht. Und ja, Glück gehabt, dass wir da die Goldwachtel gefunden haben. Und die dann auch endlich bauen, vor allem mit dem zweiten Schuss. War ganz gut, dass wir beide Vorderlader eingepackt haben, ich sag ehrlich. Denn mit nur einem Vorderlader hätten wir jedes Mal nachladen müssen, viel zu lange. So haben wir wenigstens zwei halbwegs schnelle Schüsse mit Waffenwechsel. Wir können hinterher rennen. Und hat richtig gut funktioniert. Das war top. Ja. Ey. War ein bisschen lucky. Luck gehört dazu beim Vorderlader, glaube ich. Da die Wachtel zu treffen. Aber am Ende des Tages Challenge geschafft. Und das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, Däumchen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.